So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Im Part 8. Wunder 8 oder so. Ja, beim letzten Mal haben wir eine weitere Praxisstunde begonnen. Mika ist irgendwie etwas im Clinch gewesen mit Pampam, also quasi so wie immer. Nichts Besonderes, und jetzt sind wir unterwegs mit Sesokids und Psiao. Sollen mit Ringeln und Sipalen arbeiten. Ringel und Sipale. Ringel sind quasi Ringe, in denen man Sipale einsetzen kann, die dann während dem Aufenthalt in einem Dungeon, du zerbrichst wieder unten gleich, aufgelesen und beide verstanden, Mini-Belieber sein, finde ich gut. Einschüchterer. Dass die Attacken von Gegnern in der Umgebung fehlschlagen. Was kannst du nochmal? Hier noch irgendwas dabei, was sinnvoll wäre? So machen wir es mal so. Genau. Ach, essen wir das mal. Schaden kann es nicht. Ja, genau, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich rausgekommen. Genau, das sind quasi Verstärker. Ähnlich wie X-Angriff und sowas, die, wenn man sie einsetzt, einem bestimmte Fähigkeiten bringen. Nicht genauso wie X-Angriff, der Vergleich war nicht perfekt, aber war auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Ich kann es mir mal kurz am Auge. Und dann gucken wir weiter, was wir hier noch so finden. Abgesehen von einem Apfel, den ich auch noch esse, warum nicht? Ich meine, warum nicht? Es schadet hier nicht, ihn zu essen. Hier haben wir einen Schnarchnasenzweig. Was für ein Ding? Nennt sich die Fähigkeit des Pokémon in Blickrichtung zu Schnarchnase. Auch interessant. Haben wir irgendwas, was wir nicht mehr brauchen? Beziehungsweise, wie steht es eigentlich mit den Attacken? Das wäre gut zu wissen. Haben wir da noch genug AP? Ein Elixier wäre nicht verkehrt, zumindest bei uns. Die anderen scheinen noch gut dabei zu sein. Das heißt, ich setze mein Elixier ein. Und dann kann ich auch den Zweig da mitnehmen. Den Schnarchnasenzweig. Bester Name ganz nebenbei. Hallo, Meditier. Tschüss. ja. Gute Nacht, Meditier. War schön mit dir. So. Oh Gott. Ganze Herrscher an Pokémon. Bonk. Sehr viel Physisches sehe ich da. Geh mal weg. Wow, sind das viele. Den einen möchte ich gerne mal ausnocken, bevor ich irgendwie jetzt was Blödes abbekomme. Ich gehe mal auf den Konter. Sicherlich nicht verkehrt. Okay, ich sehe schon, Psiao hat keine AP mehr für Psychstrahl. Das kann gefährlich werden hier. Muss ich sagen. Wie viele KP haben wir noch gesagt? Ich glaube, ich esse noch eine Sinnelbeere. Wie viele Sinnelbeeren haben wir noch? Zwei. Ja, da kann ich eine von essen. Lieber auf Nummer sicher gehen und nicht verrecken und dann, lieber weiterleben. Wäre besser. Oh Gott. Irgendwie ist das gerade schon wieder ziemlich krass hier. Was mache ich mit dir? Das war jetzt bei dir nicht die beste Wahl. Aber es ist weg, das ist egal, also. Passt das schon. Gut, wir haben es irgendwie gemeistert. Glaube ich. Stimmt, ich habe ja die Fähigkeit mit dem Sipal, dass ich Gegner verwirren kann. Auch cool. So, weg mit dir. Weiter geht's. Wow, das war schon irgendwie viele Gegner. Auf einmal hat schon was von einem Monsterraum gehabt. Irgendwie zumindest ein bisschen. Dann noch Geld. Und wir zurück. Halt, ich möchte gerne Sesokids. Geh mal auf das Feld da drüben, bitte. Danke. Sesokids von den Statusveränderungen. Befreien, das wäre ganz praktisch. Man weiß ja nie, ob man es mal braucht. Das ist ein weiterer Sipal. Weitsichtigkeit. Was macht er? Was macht das? Das Ausweichen von Attacken. Entfernter Gegner wird er im aktuellen Dungeon als Item verwendet. Erhöht sich die Initiative leicht. Ist es dann wirklich? Wird für die Dauer dieses Abenteuers erhöht. Ah, okay, nur für die Dauer des Abenteuers. Okay, gut zu wissen. Das war meine Frage, ob es jetzt auf Dauer ist oder nur für. Also. Oder nur für den Dungeon jetzt. Anscheinend was für den Dungeon. Passt. Da unten ist ein Sipal. Der macht was? Lurchsohn. Erwähnt man mal. Warum nicht? Nehmen wir einfach mal. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen mehr KP für den Laufe. Dich, Ja gut, da muss ich ihn mitnehmen. Da muss ich ihn tauschen. Ja. Jetzt wollte ich die Sachen sagen. Vergesst es einfach so. Mache ich jetzt damit? Ich könnte. Nehmen wir einen Staub und. Tauschen wir mit dem Konfusionsorb aus. Den brauchen wir nicht zwingend. Ich hoffe, man kann. Ich gehe erstmal geschickt an den vorbei. Krieg ich den noch? Typ-Durchsetzer. Dass die Attacken auch bei Typ-Nachteil wirken. Oh.
Kann ich den irgendwie aufstecken? Ersetzen. So. So würde ich das gerne haben. Ich hoffe, was soll ich jetzt sagen? Genau. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ah, Mann. Bin mal gespannt, wie der Dungeon noch geht. Genau. Und, ja, genau. Ich hoffe, dass wir einen größeren Beutel noch bekommen. Was bist du denn? Calcium. Warum nicht? Yay. Das ist ein Spiel an Lucario. Das lohnt sich da auch auf jeden Fall. Ne, den braucht man nicht zwingend. Dann möchte ich mich mal kurz um das Kabuno hier kümmern. Mit der Vakuumwelle. Bam. Und das ist etwas verwirrt. Pech gehabt. So. Mal schauen. Wird dann die Chance eigentlich bei Attacken, die sowieso Konfusion auslösen können, nochmal erhöht? Also keine Ahnung, sowas wie Konfusion halt, kann ja Verwirrung hervorrufen. Wird das, wenn man dann das mit dem Sipal kombiniert, nochmal erhöht oder stackt sich das nicht? Das wäre mal gut zu wissen. Wow, war das viel Schaden. Ja gut, das war ja bei Typ Nachteil. Macht trotzdem Schaden. So. Du kriegst noch Zucke ins Gesicht. Wow. So. Nochmal einen Ruckzuck ins Gesicht und den Biss hinterher. Nach dem Part muss ich mal aufhören, weil mein Hals ein bisschen kratzt. Nicht gewohnt, so lange aufzunehmen. Letzte Zeit relativ selten gemacht, so viel aufgenommen. Ah, haben wir es wieder erreicht? I'm interested. Ich bin gespannt. So. Wir sind ganz schön weit gekommen. Hm, was hast du denn, Psiao? Hier lang. Ah, perfekt. Da sind die Fahnen. Aber wir sind sogar diesmal komplett. Ist das etwa... Ist das jetzt der Gipfel vom Glitzerberg? Seht mal, da drüben. Sind das... Die beiden Fahnen, ja? Die Fahnen. Und es sind zwei Stück. Das bedeutet, wir sind die Ersten hier. Und wir haben den Dungeon geschafft. Sehen wir zu, dass wir schnell zurückgehen. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Wir sind tatsächlich die Ersten. Ja, wahrscheinlich ist das geskriptet, aber okay. Wunderbar. Man kann euch wirklich nur gratulieren. Tolle Leistung, Team Duper Kukmada Z Super. Das hieß vorher anders, glaube ich. Oder wart ihr Team ein Hoch dem Lehrer Kukmada X? Egal, einer gratuliert euch jedenfalls. Ganz toll, diese Kids Psia und Mo, im Gegensatz zu... Warum gibst du eigentlich immer mir die Schuld? Weil du mega nervig bist. Ich kann jedenfalls mich immer nur konzentrieren, wenn du am Start bist. Und ständig steuerst du irgendwelche gefährlichen Orte an. Wenn meine Abenteuer erleben will, gehört das wohl dazu, oder? Aber warum schaffen wir es nie, durch den Dungeon zu kommen? Ja. Wer hätte das erwartet? Na. An eurem Teamgast müsst ihr wohl noch feilen, wenn ihr vorankommen wollt. Sagt mal, kann es sein, dass mir die beiden überhaupt nicht zuhören? Immer muss meiner einer sich mit solchen Unruhestiftern herumschlagen. Alle mal hören. Er hat so viel Selbstmitleid und ist so unglaublich selbstständig. Das ist ja echt anstrengend. Alle mal hören. Seht bitte zu, dass ihr nicht so werdet wie diese beiden. Die beiden kommen eher nach ein paar extra, bekommen nachher noch ein paar extra Aufgaben von mir. So, der Unterricht ist für heute vorbei. Ihr könnt nach Hause gehen. Yay! I guess. Nach dem Unterricht. Auf Wiedersehen, Frau Ordoch. Auf Wiedersehen. Seid schön vorsichtig auf dem Heimweg. Frau Ordoch, peppeln Sie mich wieder auf, wenn ich mal in einem Dungeon umkippe? Bitte, sagen Sie schon ja. Na hör mal, das ist doch nichts, worauf du dich freuen solltest. Soll ich dich mal mit einem richtig gruseligen Dungeon mitnehmen? Das ist gar nicht lustig. Wirklich? Und zusammen mit Ihnen würde ich mich sicher fühlen. Aha, okay. Vorpubertäre Kids, Mensch. Jetzt ist aber Schluss damit. Anstrengend. Mo? Oh, hi. Das bist Cora, Gottes Willen. Headbanging. Gehst du heute etwa allein nach Hause? Wo ist denn Mika? Sie ist schon gegangen? Verstehe. Dann kannst du ja mit uns zusammen gehen. Ja klar, warum nicht? Ich bin schon richtig beliebt. Ah. Geht ihr euren Schulweg denn nicht mehr gemeinsam? Heute früh seid ihr doch auch jeder für sich zur Schule gekommen, oder? Dabei habt ihr euch doch bisher immer so gut verstanden. Hm? Ihr hattet eine Unterhaltung? Und ihr habt gesagt, dass ihr anderen manchmal... und du hast ihr gesagt, dass sie anderen manchmal Schwierigkeiten bereitet? Puh, verstehe. Aber normalerweise bläst Mika nicht so lange Trübsal. Oder sie hat sich das diesmal doch stärker zu Herzen genommen. Ich meine, das, was du zu ihr gesagt hast, war so gesehen ja nicht falsch, Mau. Vielleicht warst du nur ein bisschen zu ehrlich. Manchmal kann sie schon sehr, sehr forsch sein und zieht einen in irgendwelche Probleme mit rein. Das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer, die hohe Stimme. Hm? Was denn? Du willst wissen, was wir von Mika halten? Also, es ist nicht so, dass wir sie nicht mögen würden. Sie ist immer fröhlich und es macht Spaß, mit ihr etwas gemeinsam zu unternehmen. Ich mag also echt nicht sagen, dass ich sie nicht mag. Aber wegen ihr bin ich schon mal in so manch gefährlichen Situation gelandet. In so manch gefährlicher Situation?
Du weißt schon, es zieht sie immer dahin, wo selbst Erwachsene fernbleiben. Sie sagt, das sei gerade das Abenteuer. Dumm nur, wenn dann etwas schief geht. Miss Cora hat jedenfalls genug von ihren Eskapaden. Ich selbst habe im Grunde auch nichts gegen sie, aber manchmal übertreibt sie es einfach. Da bleibe ich lieber auf sicherem Abstand. Verstehe. Als ich hier in dieser Welt gelandet bin, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber anscheinend ist Mieke gar nicht so eng mit den anderen befreundet. Hm, okay. Nein, ich möchte nicht speichern. Der Part ist noch zu kurz. Die Freundschaft Charles, also Kapitel 5. Die Freundschaft Charles. So rum. Am nächsten Morgen. Hab mich am Planas zurückkommt. Müsste ja auch bald wieder hier auftauchen. Kann ich eigentlich auf dem Steuerkurs steuern? Ja, kann ich auch. Aber ich nutze mal das Schiebepad. Ich finde das bequemer. Ah, da ist er doch. Perfekt. Guten Morgen, Planas. Oha, bist du schon wach, Mo? Na dann, mal einen schönen guten Morgen. Planas, er ist schon zurück. War es schlimm so ganz alleine? Du hast mich doch sicher vermisst. Wie meinen? Du hast kaum gemerkt, dass ich weg war? Da bin ich jetzt fast ein bisschen gekränkt. Hm, aber sag mal, was macht eigentlich dein Gedächtnis? Kannst du dich mittlerweile an was erinnern? Oder sind die Megalon in der Zwischenzeit nochmal aufgetaucht? Nö, nichts dergleichen. Aha, schade, dass du dich nicht mehr erinnerst. Aber gut, wenigstens war es ruhig hier. Macht dir die Schule soweit Spaß? Keine Probleme oder so? Ich hoffe nicht, dass die anderen Kinder dass sich die anderen Kinder irgendwie hänseln. Er ist wie so ein Vater. Oder so eine Mutter. Auch interessant. Nein, dann ist er gut. Ich hatte mir deshalb schon ein wenig Sorgen gemacht. Ich finde es schon sehr nett von ihm, dass er sich so nett um uns kümmert, ne? Eigentlich schon. Dann machen wir jetzt einfach mal so weiter und sehen, was sich ergibt. Hauptsache, du gehst erstmal schön brav zur Schule und hast dabei deinen Spaß. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Mal schauen. Sonst müsste ich heute wieder allein zur Schule gehen. Okay. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. Togekiss! Oh mein Gott! Togekiss! Kuss reimt sich auf Verdruss. Zufall? Ich glaube ja. Ah, schön. Ich liebe Togekiss. Togekiss ist toll. Oh, Cutscene? Was ist das für ein Aufruf beim Dorftor? Was da wohl los ist? Und? Wie ist die Lage? Bueno, ich habe mich so gut es geht umgesehen. Aber ay caramba, da waren echt ganz schön, ganz schön aufgebracht. Aber wenn wir am Ende lecker Nektar kriegen, ist doch alles super. Ich finde Tippopotas so super. Lecker Nektar? Sí, so ist es. Bueno, auf dem Nektarwiesen hat nämlich die jährliche... Oh, Momento bitte, du bist doch... Rosi, das kleine Knospi. Die Nektarsaison hat begonnen, meine Kleine. Oh... Roselia? Also ich habe gedacht, erst an Roserade gedacht, aber ja gut, Roselias Kind anscheinend, das ist sehr süß. Viele Pokémon wie Bibo und Watribi kommen zusammen und stellen Nektar her. Und die Nektar ist total lecker. Nur eine kleine Kostprobe davon und ich könnte mich vor Glück im Sand suhlen. Oh Gottes Willen. Der Nektar ist so lecker. Und nicht nur das, mein Kind, nicht nur das. Er ist übrigens auch noch äußerst nahrhaft. Doch während der Nektarproduktion sind die beteiligten Pokémon ziemlich angespannt. Man lässt sie besser in Ruhe, bis sie fertig sind. Sonst kann es sehr gefährlich werden. Vor allem für ein kleines Kind wie dich. Deshalb sollte man zu dieser Jahreszeit den Nektarwiesen besser meiden. Nektarproduktion? Klingt interessant. Ich wüsste wirklich gerne, wie dieser Nektar schmeckt. Klingt wirklich interessant. Wie sich freuen, das Knospi ist schon irgendwie putzig, ne? Lecker Nektar, das wär's jetzt. Ach, das ist schon irgendwie putzig, muss man sagen. Oh, wir haben ordentlich Geld gesammelt. Haben wir noch was an Items, was wir gut ablegen können? Ich denke mal, die werden nachher eh wieder alle abgelegt. Wir haben sogar 3 Ringel jetzt, die wir sogar behalten dürfen anscheinend. Das ist krass. Ich sortiere mal kurz den ganzen Beutel. Ich lasse die Ringel mal drin, ne? Schaden tut's nicht. Die beiden lege ich ab. Das habe ich sie auch. 2 Snedelbeeren sollten auch in Ordnung sein. So viele Mini-Beliebersamen brauche ich nicht. So oft will ich dann doch nicht verrecken. Nein, nein. So, das sollte dann erstmal passen. Ablegen. Wie viel haben wir jetzt noch? Ja, immer noch einiges, aber hält sich in Grenzen. So, herzlich willkommen im Kekleon-Laden. Wie kann ich behilflich sein? Was gibt's denn hier noch Schönes? Immer noch das Speichergerät. Wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie das genau funktioniert. Das würde mich interessieren. Oh, ein Flea-Orb, den möchte ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Weil ich, aus früheren Mystery Dungeons gelernt habe, welche davon zu haben, ist nie verkehrt. Ich gehe mal hier runter auf 0, beziehungsweise hier auf 0. Oder beziehungsweise hier auf 1, ist auch gut. 150 waren es, ne? So, runter. Perfekt, weil den hätte ich einfach gerne, weil
Gerade wenn man irgendwelche bestimmten Pokémon rekrutieren möchte, das war nur im ersten Mystery Dungeon so. Teambeliebe Orb. Oh, das ist auch cool. In dem ersten Mystery Dungeon war es auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man bestimmte Pokémon rekrutieren wollte. Wenn man einen Flea-Orb hatte, weil man so nicht nicht riskiert hat, gerade in Dungeons, wo es einen Boss gab am Ende, dass das neue Pokémon stirbt und dann das Team wieder verlässt. Ich glaube, das ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass das Pokémon dann das Team verlässt. Das ist ja geändert worden, meines Wissens, im zweiten Teil. Aber okay, ich mach's trotzdem mal lieber so. Irgendwann später kann man ja auch Pokémon rekrutieren. Ah, der Unterricht beginnt. Mal schauen, ob wir wieder Praxis haben. Guten Morgen, Herr Sodachita. Guten Morgen, Biscora. Einen schönen guten Morgen, Herr Direktor. Auch dir einen guten Morgen, Seso-Kids. Guten Morgen, Herr Direktor. Heute kontrollieren Sie also die Anwesenheit? Aber sagen Sie mal, warum grinsen Sie eigentlich immer so verschmitzt? Aber, das ist doch ein verschmitztes Grinsen. Ich lächle lediglich. Ich freue mich nämlich, dass alle vollzählig sind und nur sofort Tatendrang strotzen. Wir schreiben einen Test. Oh mein Gott, nein. Aber nun genug, weil der Unterricht fängt gleich an. Also geht bitte alle an eure Plätze. Jawohl. Alles klar. Also. Hey Mo. Wo kommst du eigentlich her? Erzähl doch mal. Was hast du bisher mit keinem Wort erwähnt? Ja. Weiß vielleicht einer von euch, wo herkommt? Ich hab keinen blassen Schimmer. Jetzt wo du es sagst, ich weiß es auch nicht. Ja stimmt, wir haben dich noch gar nicht nachgefragt, oder? Mund zu, es zieht, sonst fängst du wieder an uns ein Kotelett ans Ohr zu labern. Das habe ich auch noch nicht gehört. Zurück zum Thema, findet ihr es nicht auch seltsam? Niemand weiß, wo herkommt. Aber es würde uns alle brennend interessieren, also sprich, woher kommst du? Oh, warte, könnte es vielleicht sein, dass du... Kommst du vielleicht aus... Trubelstadt? Was? Trubelstadt? Dann bist du also ein Stadtkind, Mo? Hältst dich wohl für was Besseres, wie? Also, ich weiß nicht, Plan, das ist doch kein Landei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder es ist doch ein... Stand ein oder kein? Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Die Wahrheit dürfte ein ziemlicher Schock für sie sein. Wer weiß, ob sie mir überhaupt glauben würden. Hallo, wir warten immer noch auf eine Antwort. Wo kommst du wirklich her? Andererseits haben Lügen kurze Beine und machen alles nur noch schlimmer. Das Beste wäre wohl, ihnen die Wahrheit zu sagen. Was? Mo, du bist aus der Welt der Menschen zu uns gekommen, du bist ein Mensch. Aber Mo sieht doch eindeutig wie ein Pokémon aus. Was sagst du da? Du wurdest in ein Pokémon verwandelt und hast jegliche Erinnerung verloren? Was? Ja, ich hatte sie, wie erwartet, ganz schön schockiert. Lass stecken, Mo. Du lügst doch wie gedruckt. Hä? Wir haben es also mit einem Menschen zu tun. Aha, und den Quatsch sollen wir dir abkaufen? Weil dir piept wohl. Ich habe doch nie einen Menschen gesehen. Die gibt's doch nur im Märchen. Okay. Ja, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber wenn du meinst. Dann muss ich Papa leider zustimmen. Aber mir fällt es auch mir fällt es schwer, das zu glauben. Sieh so, Kids. Ja, meine Vorstellung übersteigt das leider auch ein wenig. Aber andererseits, was hätte er denn davon, uns Lügen aufzutischen? Psiau. Wenn du uns eine Nase herumfinden willst, musst du dir schon was Besseres ausdenken. Du Einfallspinsel. bitte auf den billigen Plätzen. Porenta finde ich super. Was hat dieser Tumult hier zu bedeuten? Herr Porenta, wo liegt uns hier das Blau vom Himmel herunter? Was denn für Lügen? Herr Porenta, Sie werden Augen machen, was der erzählt, ist total unglaubwürdig. Nun ja, manchmal sind es die unglaublichsten Geschichten, die sich als wahr herausstellen. Ich mag Sodachita irgendwie. Ich finde es als Pokémon selber seltsam, aber ich mag es jetzt hier. Ich finde es gerade sehr sympathisch. Herr Direktor! Vielleicht haben wir tatsächlich geflunkert. Doch können wir das beurteilen? Und was, wenn es sich dabei doch um die Wahrheit handelt? Manchmal ereignen sich die unglaublichsten Dinge. Gerade das macht unsere Welt schließlich so spannend, oder nicht? Erinnert mich so ein bisschen an Knuddeluff. Ich weiß auch nicht warum. Also aus dem zweiten Mystery Dungeon Teil. Wobei ich ja zugegebenermaßen nicht weiß, was Mo erzählt hat. Jedenfalls würde ich mir wünschen, dass ihr die Dinge von mehreren Seiten betrachtet und auf diese Weise sehr Interessantes lernt. Ein anderer Blickwinkel genügt manchmal, um alles in einem anderen Licht zu sehen. So, genug geplaudert. Das geht ja sonst alles von eurer Unterrichtszeit ab. Herr Porenta, ich übergebe Ihnen die Rasselbande wieder. Ja. Wir haben anscheinend drei Lehrer, ist gut zu wissen. Und eine Ärztin. Gut, fangen wir mit dem Unterricht an. Heute beginnen wir mit der Geschichte von Magenai und den drei kleinen Spoink. Wolf und den drei kleinen Schweinchen. Sehr gut. Also, es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mann und seine treue Frau, die in einem... Herr Lehrer, die Geschichte hatten wir letzte Woche erst. Oh, du hast vollkommen recht. Entschuldigt, also... Ja. Elegant. In der dritten Schulstunde. Heute ist es wieder an der Zeit für unseren Praxisunterricht. Oh, Magneson. Heute ist unser Glückstag, denn wir haben drei ganz besondere Gäste. Magnetilo, Magneton und Magneson.
Der Herr Wachtmeister. Ach, es gibt wieder den Magnuson. Wachtmeister Magnuson. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Und seine Kollegen haben sich netterweise etwas Zeit genommen. Alarmanlage. Wow, echte Wachtmeister. Boah, wie cool ist das denn? Heute wollen wir euch zeigen, wie Kombinationen funktionieren. Kombinationen? Ja, habt richtig gehört, Kombinationen. Dabei wird vom ganzen Team hintereinander eine Kombination von Attacken ausgeführt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, also passt gut auf. Dann lasst euch mal in den Wald gehen und mit dem Praxisunterricht zu beginnen. Darf ich bitte irgendwo speichern? Das wäre lieb, demnächst. Der Herr Wachtmeister und seine Kollegen erteilen uns nun Praxisunterricht im Einsatz von Attackenkombinationen. Gib bitte fein Acht, meine lieben Schüler. Sie sind sich auch ganz sicher, dass sie das wollen. Unter Umständen verlieren sie dabei sogar das Bewusstsein. Das lassen Sie bitte bloß meine Sorge sein. Meine einer ist schließlich nicht irgendwer. Ihre Bedenken um mein Wohlergehen in allen Ehren. Um sein Wohlergehen. Doch bitte halten Sie sich nicht zurück. Also gut, los geht's. Achso, sie greifen ihn an deswegen. Feuer frei für unser dreifaches Donnerdröhnen. Der Name ist uns gerade eingefallen. Sehr gut. Bam. Ah! Hey, Herr Konrektor. Was? Nichts passiert, alles gut. Habt ihr euch alle aufmerksam verfolgt, wie die Kombination eingesetzt wurde? Die Mitstreiter agieren gleichzeitig, umzingeln den Gegner und schlagen dann zu. Hinzu kommt, dass dem Gegner unabhängig von Typnachteilen Schaden zugefügt wird. Und das nennt man eine Kombination. So ein bisschen wie Triplette, wenn man so drüber nachdenkt. Doch hütet euch vor ungleich übermäßigem Gebrauch, denn der Magen nährt sich dabei stark. So, und nun seid ihr in der Reihe los, versucht eine Kombination einzusetzen. Euer Ziel steht direkt vor euch. Ja genau, meine einer, nur keine Scheu. Ja, sieht ziemlich fertig aus. Aber gut. Konrektor, guck mal da, versus Pam Pam Schnutel und Psiau. Wähle das nächste Attacke aus, die du bei einer Kombination einsetzen möchtest. Drücke R, um eine Kombination zu registrieren. So, nun drück bitte ganz kurz R. Aber nein, doch nicht so. Du brauchst nichts weiter zu tun, als kurz R zu drücken. Ganz kurz R. Das ist R. Achso, ganz kurz. Okay. Jetzt sind wir in der sogenannten Kombinationsregistrierung. Sobald du dich in diesem Modus befindest, musst du die Attacken festlegen. Zuerst ist Pump-Up an der Reihe. Wähle eine Attacke und drücke dann A. Das wollte ich erst sehen. Warum darf ich jetzt für die steuern? Das ist auch interessant. Wir verstehen uns. Das nächste ist die Schnuthelms-Attacke fest. Da hätte ich ganz gerne. Ich habe den Silberling eingesetzt, deswegen kommt jetzt die Verfolgung hinterher. Und bitte benutze zuletzt noch Psyos-Attacke. Und das müsste eine physische Attacke sein, oder? Weiß gerade nicht. Ich gehe mal für den Kratzer. Und nun, wo alle Vorgänge getroffen sind, gibt es Kombinationen auszuführen. Drücke also entweder R oder berühre das Symbol auf dem Touchscreen. Berühren. Oh, bam. Sehr nice. Ah, das war nicht von schlechten Eltern, doch meine einer ist schließlich hart im Nehmen. Also, wartet ihr. Meine einer möchte die nächste Kombination sehen. Nur zu. Zeigt eurem Konrektor, was in euch steckt. Hast du eine Kombination registriert, kannst du sie danach per Kurzwahl aufrufen. Drücke R, während du L gedrückt hältst. Okay. Sehr gut. Und berühren. Drücke entweder R, ja. Ich weiß schon. Sehr gut. Bam. Klasse, damit bist du ein Kombinationsexperte. Das ist gut zu wissen. Gut, dass ich ein Kombinationsexperte bin. Damit hätten sich alle einmal im Einsatz von Kombinationen versucht, ja. Ihr habt euch also das notwendige Basiswissen zu diesem Thema angeeignet. Nun liegt es an euch, es ist auch in der Praxis anzuwenden und an Erfahrung zu gewinnen. Ja. Das war wohl ein bisschen zu viel. Herr Konrektor! Macht euch keine Sorgen, meine Einer ist hat im Nehmen. Das hat sich allerdings gerecht, eure Stärke zu unterschätzen, bloß weil ihr Kinder seid. Gut gemacht. Doch mir schien in einigen von euch hat es etwas zu viel Spaß gemacht. Aber sei es drum, es wär's für heute wieder mit unserem Unterricht. Oh. Klapper, klapper. Auf Wiedersehen, Frau Ordoch. Auf Wiedersehen. Gebt euch doch mal gut auf euch acht, meine Kleinen. Ach, Ordoch ist irgendwie süß. Keine Ahnung. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass wir hier den Part beenden. Das trifft sich erstaunlich gut. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so passend aufhören können. Aber das war's auf jeden Fall für heute von Pokémon Super Mystery Dungeon. Beim nächsten Mal werden wir weiterschauen. Vielleicht können wir auch mal wieder mit Mika zur Schule gehen oder nach Hause, wer weiß. Vielleicht kann man da ja irgendwas reißen. Und ich bin mir sicher, dass es mit den Nektarwiesen oder wie auch immer sie nochmal hießen, da hat es sicherlich auch noch was auf sich. Jetzt wird im Hintergrund ein bisschen gehämmert. Ich hoffe, das hört man nicht. Wenn doch, dann gleich nicht mehr, denn jetzt ist der Part zu Ende. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Scheiße, Mann! Let's play Pokémon Super Mystery Dungeon. Bis dahin und ciao, Leute!